So, und damn girl, are you pretty. Also das sieht echt wie ein Film aus. Alright, 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 Leute, es ist mal wieder soweit. Nach langer Zeit, nach The Last of Us, zocke ich mal wieder ein neues Let's Play für die PS4 und diesmal The Order 1886. Das Spiel habe ich schon seit Samstag, das habe ich sehr früh bekommen, weil es in Österreich irgendwie früher rauskam, darf das Ding aber erst jetzt ausstrahlen, was für mich ziemlich doof ist, weil ich hätte es jetzt gerne eigentlich schon ausgestalten, wenn ich das aufnehme. Aber nichtsdestotrotz, ich verspreche mir von dem Spiel eigentlich schon ein bisschen was. Also die Grafik sieht super nice aus, richtig nice. Von dem gleichen Macher wie God of War, der ein Teilentwickler davon in die Richtung spielt, so ein bisschen im Mittelalter, wie die Zahl da so andeutet. Und ich hoffe mir Spannung. Ein Cinema-Feeling. Und sehr viel Action natürlich. Ich würde sagen, nicht lange schnacken und dann springen wir auch mal direkt rein. Hey, Buddy. Siehst dreckig aus. Die sind nicht nett zu mir jetzt. Gerne doch. Immer rein mit dem Kopf. Warum sind die so gemein zu mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Aber die Grafik ist schon nice, was ich hier sehe, so sehe. Ich setze. Und in die Fresse. Come on, you. Pick it up. Die sind nicht nett zu uns. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben, aber ich glaube, wir sind der Hauptcharakter, den die gerade hier weich machen. Sweet dreams, mate. Danke, Mami. Mach die Tür zu und Licht aus. Gesagt, Licht aus. Danke. Oh, fängt schon mal ganz nett an, würde ich sagen. Also die Grafik ist wirklich nice, war aber arschdunkel gerade. Okay, die reden wieder was. Time for your morning bath, my lord. Yay, ein Bad. Stinkt schon ein bisschen. Ja, die zeigen endlich mein hübsches Gesicht. Mann, bin ich ein Hübscher. On tonight. I don't think he's gonna last much longer. Come on. 20th of November. A few more steps. Not so hard, was it? Here we go again. These things take time. Put him back here. Hey, da habe ich aber schnell reagiert. Aua. Okay. Wir kommen ein bisschen zum Gameplay.
Hier, hast auch eine Dusche. Du stinkst auch ein bisschen. Und dort ist er. Paar Quicktime-Event für den Anfang. Was ein Arbeitsdach, ey. Ich glaube, der hat einen Scheißjob. Okay, hier muss ich gedrückt halten. Gedrückt halten. So, einer so ein bisschen an Heavy Rain oder Fahrenheit oder Beyond Souls, ne, mit den ganzen Eingabendinger. Aber es ist ein waschechter Third-Person-Shooter, also sowas wie Gears of War oder Uncharted. Soll angeblich auch sogar von Uncharted inspiriert sein, sagte mal der Interviewtyp da von dem Entwickler. Er mochte halt das Kino-Feeling, das cineastische Feeling und dachte sich, ich mach mal genauso ein gutes Game. Oh, wir sind endlich im Spiel. So, die Grafik, wie gesagt, welthübsch. Ich bin kaputt. Krieg eigentlich kaum was bewegt. Hat hier gerade irgendwas aufgeleuchtet? So, kurz mal die Umgebung gecheckt, nichts Besonderes. Unk, drück. Wird das hier eine Schleiche stellen? Der knallt seine. He's gonna bang his wife. Press to move faster. Okay. Simple enough. Also wie jeder Third-Person-Shooter auch. Man drückt auf den Stick, der läuft. Man drückt nicht auf den Stick, läuft er langsamer. Am rechten ist die Kamera. Wie gesagt, nichts Besonderes. Es ist aber auch recht dunkel gerade. Was haben wir hier für ein hübsches Zimmer? So, oh, eine Tasse Tee. Das wird ihn aufsteigen. Eine Tasse Tee, das macht ihn munter. Das wird ihn fröhlich machen. Schon seit Wochen. Aha, aha. Okay, ich kann Waffen drehen. Wenn ich Sachen aufsammle, kann ich die Dinger drehen. Muss ich sogar drehen, merke ich gerade. Dann kann man auch Y drücken. Y. Was hast du erwartet? Ein schlechter James-Bond-Film, wo alle Waffen voll geladen sind. Nein. Hier kriegen wir einen auf die Fresse. Und ihr habt es ja am Anfang gesehen, ich habe es auf hart gestellt. Ihr wisst ja, ich mag es auf hart, alles andere ist mir zu zart. Das rhyme, yo. Scheiß Jokes. Nein, aber ehrlich, ich mag's hart, weil es schwer... Oh, das haben die gehört. Beeil dich. Der ist am Grunzen, der ist schlimmer am Grunzen als Sasha Grey in Porn. Und es wechselt auch sehr oft zwischen Cinem, also Cutscenes und Ingame, so wie es aussieht. Aber das ist alles nahtlos. Sieht super aus, also wenn das wechselt, dann merkt man eigentlich keinen Übergang. Auch wenn ich glaube, bei den Cutscenes ist die Grafik minimal besser. Wir kommen in etwas, in eine Kanalisation, glaube ich. Oh, die haben gemerkt, dass ich weg bin. Das ist schön, das ist schön. Nobody. Hör auf so zu grunzen, die hören dich noch. Okay, press and hold left and press to move to another piece of cover. Okay, also Steuerung ist eigentlich echt ähnlich zu Gears of War oder Uncharted. Ja, Mann, da was? Okay, ich glaube nicht, dass sie mich suchen. Da ist was anderes. Ah, da sind die Monster. Man sieht aber nicht... Also ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, ob es mal nachher im Video sieht, aber ich sah gerade nichts. Auch so ein paar Beinchen. Hübsche Beine. Hübsche Beine. Das Grunzen geht von dem, geht mir ein bisschen gerade auf den Senkel, ehrlich gesagt. Der kreucht und meckert gerade wie die Hölle. Und der kommt kaum vom Fleck. Eieieiei. Bist du am Arsch, Kollege. Bist du am Arsch, Kollege. Hilft dir dein hübsches Gesicht auch nicht. Oh, cool. Hands up. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. Alright, mate. Not a word. Echt? Inside. Zeit. Close them. Rein mit dir und hier zu. Wir wollen ein bisschen allein mit dir sein.
Also sehr viel Cutscenes wie die erste Folge. You're him, aren't you? The convict everyone's talking about. There's only one way out of here. Walking Dead, that's what you are. Gotta wish you never left those catacombs. Such a mouth. Fair enough. Fair enough, it's your funeral, not mine. Das schaffe ich schon. Ein bisschen nach oben. Ich hoffe, ein bisschen mehr Tageslicht. Obwohl, doch, die haben gemerkt, dass ich weggehe. He has a gun! He has a gun! Whoa, fellas, whoa! Pfeife, hast du davon? Nicht meine Waffe, nicht meine Waffe. Ja, schieß doch. Genatzt ins Gesicht. Aua. Oh, 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 was muss ich machen? Okay. Oh Gott, hier gibt's aber so viele Quicktime-Dinger. Und ein bisschen kuscheln, bisschen kuscheln. Zärtlich umarmt. Ordentlich drücken, ordentlich drücken. Okay. Upsala. Upsala, bisschen zu fest gedrückt. Geh mal zur Seite. Give yourself up, Monsieur. My next shot will not be a warning. Okay, okay. Der sah anders aus. Der sah cool aus. Einer der Hauptcharaktere, wenn ich mich nicht täusche. Und durch. Nice. Guckt euch dieses Spiel an. Oh, und da kommen meine Freunde raus. Okay, scheiße, Galahad. Raise your hands! Hands up! Okay, sind das zwei... Sind das zwei Fraktionen? I said surrender! Aha, okay. Interessant. Hands on your head! You have betrayed our order! No one may escape the penalty! Okay, hab ich das? You forget, Lord Chancellor. I'm as good as dead already. Galahad! Yo! The Order 1886. Ein schöner Anfang. Ich muss sagen, echt ein schöner Anfang. Ich vermute mal, wir spielen etwas weiter in der Zukunft und dass wir jetzt erstmal die Vergangenheit durchspielen. Bis zu diesem Punkt, warum er jetzt da gefangen wurde. Und, aber die Grafik sah schon mal nett aus, aber die Grafik ist natürlich nicht alles. Ja, wusste ich doch. Galahad, acknowledge, this is command. I read you, Percival. Enjoying a stroll in the park, are we? Nothing quite like a chilly London morning to stimulate the senses. Always a night. Not to interrupt your little constitutional, but we have confirmation of multiple marks of Grosvenor Square. What are our directives? 12. vor Oktober, also ein Monat vorher. So, und damn girl, are you pretty? Also das sieht echt wie ein Film aus. So viele Details, diese Unschärfe im Objekt im Hintergrund. Der Charakter sieht einfach nur mega detailliert aus. Ich hoffe auch, das Gameplay und die Story wird sich gut halten. Also was ich bisher gesehen habe. Okay, so kann ich fokussieren. Da unten läuft ein Pferdchen. Da unten laufen Pferde und Kutschen. Ziemlich nette Details. Und wie gesagt, die Cutscene gerade vorhin sieht einfach schon, verspricht mir. Ich bin und hoffe mal, dass es auch so weit bleibt. Did Nicola provide you with armament? Yes. Essex M2 Falchion. Good. The Falchion's secondary ordnance should help. Okay, das ist meine Waffe. Es gibt viele Waffen, aber diese Waffe ist meine. But they remain civilians. Use non-lethal force whenever possible. Understood. Are you joining us? I have a small matter to attend to.
I'll find you afterwards. En route now. Galad out. Und ich würde sagen, das Spiel startet. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob die Story oder das Gameplay wirklich so gut ist, weil ich meine, es gibt jetzt... Das Spiel kommt erst nächste Woche raus, also zum Standpunkt von meiner Aufnahme. Tybalt und Cambert, Milena. Und es gibt keine Reviews, es gibt gar nichts. Und das macht mich immer so ein bisschen stutzig bei Spielen, weil wenn es keine Reviews gibt, dann hat der Publisher oder der Entwickler meistens was zu verstecken. Aber die ersten paar Sekunden, die sehen schon mal ziemlich gut aus. Und dann schauen wir mal, auch, ob der sich das so hält. Aber wenn man schon auf Grafik steht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr geile Grafikdemo. Aber ich erhoffe mir natürlich mehr. So, was haben wir hier? Eine alte Hütte mit richtig hübschem Licht. Guckt euch mal das an, wie das Licht auf dem Boden reflektiert. Sieht doch nett aus. Hier gibt es ein paar Püppchen. Püppchen. Wir gehen die Treppe runter. In das hübsche Wohnzimmerchen. Meet with Igraine. Okay, Igraine hört sich weiblich an. Wenn ihr mich fragt. Aber wer weiß, das ist ja mehr so ein Steampunk oder pseudo-viktorianische London-Game. Moin. Je, kein Morgen zurück. Ich dachte, die British People sind höflich und... Ach, hier gibt's was zum Aufsammeln. Mysterious Disappearance in Whitechapel. Okay. Irgendjemand ist verschwunden. Cool Story. Da kann man sogar rausgucken. Erinnert auch schon ein bisschen irgendwie an The Last of Us. Also die Grafik ist deutlich besser, auch mit dem Remake. Na klar, PS4 ist eine Eigenentwicklung für die PS4. So ein paar old-fashioned people. Okay, man kann das so ein bisschen drehen. Bisschen so Realismus eingebaut, damit das sich authentisch fühlt. 20. Juli 1886. Irgendeine Wynhert-Familie. Auch wie hier sich der Schrank reflektiert. Also die PS4 hat eine echt geile Grafik. Alle flennen ja rum, dass die Hardware so scheiße ist. Aber was juckt mich die Hardware, wenn die Spiele geil aussehen? Das läuft auf 1080p, 30 FPS bisher super stabil. Keine Ruckeln. Ich sehe keine Ruckler, alles läuft prächtig. Muss auch keine Grafikkartenabtreiber machen, genau. Was haben wir hier? Da hat gerade was geblinkt. Oh, Pornograph. Nee, Phonograph-Zylinder. Recorded audio message. Press options to select Archiv. Okay. Oh, das muss ich in diesem Menü anhören. Ihr könnt euch pausieren, wenn ihr das rechts durchlösen wollt, aber ich werde das Ding ausschneiden hier. Okay, kurz zusammengefasst, es ging um Igraine, also es scheint doch eine Frau zu sein, wie ich schon vermutet habe. Irgendein Duke oder ein König hat sie gefragt, ob sie mit ihm mal eine Runde im Bett liegen könnte, aber sie sagte, nein, ich bin verheiratet und das wäre eine Schande für meine Ehe. Das Englisch ist schwierig, muss ich sagen. Es ist natürlich so ein mittelalterlicher Stil, aber da muss man schon gut Englisch können, um das zu verstehen. It's not easy. Hätte ich mal auf Deutsch zocken können? Nee, ich mag's Englisch lieber. Ich zock so, wie ich es am besten mag. Okay. Und die haben Funkgerät in 1886. Das ist strange. Da spricht jemand was. Okay. So, hier kommen wir auch endlich nach draußen. Ein bisschen mehr Licht. Und wisst ihr was, Leute? Das war's auch schon für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall das Spiel durchzocken. Hab ja schon länger kein klassisches Let's Play mehr gemacht. Ich wollte eigentlich gar keins mehr machen, weil 20 Parts von einem Spiel aufzunehmen, finde ich irgendwie... fand ich nicht besonders. Aber auf The Order hatte ich Bock. Und deswegen nehme ich das jetzt mal auf und schaltet morgen rein für die nächste Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse.